spannenden Vortrag, sondern ich fürchte, Sie waren die einzige Referentin, die sich für die Vorbereitung in Leib- und Lebensgefahr begeben hat mit den schimmligen Akten. Auch werden Sie verstehen, dass ich als Vertreter eines kleinen Archivs mich wirklich verstanden fühle. Ich freue mich so, dass auch Sie schiere Akten kriegen, nicht nur ich. Wir bleiben an diesem Nachmittag weiter bei der Zeitgeschichte. Ich darf Magister Stephan Roth das Wort erteilen vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Ganz anders strukturiert, aber das wird er uns selbst erzählen. Sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen und die Tätigkeit des Dokumentationsarchivs und unsere Forschungen und unsere Archivalien ein wenig vorstellen zu dürfen. Wenn Sie zu uns ins Archiv kommen, dann werden Sie wahrscheinlich versinnig zuerst bei uns in die Ausstellung hineingehen und die schaut wunderbar schön und stylisch aus. Nur so schaut es bei uns im Archiv nicht überall aus. Wir sind leider weit davon entfernt, einen so modernen Eindruck bis in die unsere Archivräumlichkeiten zur Verfügung stellen zu können. Die meisten dieser Menschen, die zu uns ins Archiv kommen, machen dies über unsere Webseite. Und da finden Sie auch ganz genau das, worum es uns im Archiv geht. Erinnern, erforschen und erkennen. Erkennen im Sinne von Vermitteln. Meine Kolleginnen und Kollegen haben vor allem eines sich zum Ziel gesetzt, Inhalte aus der Zeit von 1933 bis 1945, aber vor allem 1938 bis 1945, möglichst gut aufzubereiten, der interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das, was Sie hier sehen, ist zum Beispiel ein Hinweis auf den ersten Deportationstransport, der 1941 im Februar von Wien nach Opole gegangen ist. Informationen, die man sonst in dieser Informationsdichte wahrscheinlich auch in keinen Publikationen finden wird. Sie sehen, wir haben hier einerseits diesen Kampagnenbereich, wo Sie Texte und dergleichen finden können, aber darunter ist eben dann dieser Bereich hier, wo es um die Opfersuche geht. Und das ist eines der zentralen Themen, die wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten gestellt haben, das Aufarbeiten und Erschließen von Massenquellen, wo es darum geht, Informationen zu Opfern des Nationalsozialismus zutage zu fördern. Ein Schritt weiter, und hier haben Sie sozusagen die Maske, wo Sie suchen können nach unterschiedlichen Opfergruppen. Und wir haben hier einerseits die zentrale Kartei, ist jene über die österreichischen Shoah-Opfer. Wir gehen davon aus, dass wir aus Österreich stammende Holocaust-Opfer zahlenmäßig etwa bei 66.000 zu verzeichnen haben. Mit Namen und basisbiografischen Daten können wir in der Zwischenzeit knapp 64.000 Personen sozusagen klar machen und fixieren. Diese Zahlen stammen vor allem aus unserem Forschungsprojekt namentliche Erfassung der österreichischen Holocaust-Opfer, das seitens der Republik Österreich und anderer Subventionsgeber in den Jahren 1991 bis 2001 durchgeführt wurde. In den letzten knapp 15 Jahren hat sich die Zahl der Personen, die wir auch außerhalb dieses Projektzeitraums finden konnten, etwa um 2.000 bis 3.000 Personen erhöht. Das zweite zentrale Forschungsprojekt der letzten 10 Jahre waren die Opfer politischer Verfolgung. Dieses Projekt hat das Dokumentationsarchiv gemeinsam mit dem Karl- und Kölisamus-Institut durchgeführt. Das war um einiges komplizierter durchzuführen. Bei den Holocaust-Opfern handelt es sich um eine relativ homogene Gruppe, wo die Quellenlage relativ klar war. Bei den Opfern der politischen Verfolgung ist das ein wenig komplizierter gewesen. Es handelte sich um unterschiedliche Quellenmaterialien, seien es Polizeiakten, seien es Justizakten, seien es Eingangsbücher aus Konzentrationslagern, Sterbelisten, und die sind nicht überall gleich gut überliefert. Wir gehen aufgrund der momentan vorliegenden Quellenlage davon aus, dass es in etwa 9.500 Österreicherinnen und Österreicher gegeben hat, die aufgrund politischer Gründe Todesopfer des nationalsozialistischen Regimes geworden sind. Mit Namen und basisbiografischen Daten können wir knapp 8.000 fixieren. Hinzu kommen noch andere Datenbanken in dieser Metadatenbank, vor allem die Toten vom Spiegelgrund, das
stammt aus den Euthanasieopfern. Das ist die knapp 800 Personen, die hier in dieser Datenbank auftauchen, sind vor allem aus Projekten, die wir im Auftrag der Gemeinde Wien durchgeführt haben. Und die Gestapo-Opfer ist eine spezielle Angelegenheit, das stammt an und für sich aus dem hier im Haus befindenden, nein, ist es hier im Haus? Nein, in der Stadt und Landesarchiv, Verzeihung, die erkennungsdienstliche Kartei der Gestapo-Leitstelle Wien, die vor knapp 15 Jahren quasi aufgetaucht ist und die wir mit anderen Splitterbeständen sozusagen hier digital zusammengezogen haben. Da wurden jetzt etwa knapp 5.500-6.000 Einträge mit basisbiografischen Daten versehen, um zumindest eine Basisbiografie zu der Person zu finden, die man sucht. In dem Fall habe ich mir hier ein kombiniertes Katalogisat herausgesucht. Hierbei handelt es sich um eine junge Wiener Jüdin von Hinter Silber, die deportiert wurde, eben wie gesagt, nach Opole mit dem ersten Transport. Opole war ein nicht geschlossenes Ghetto. Sie konnte von dort mit ihrem Zwillingsbruder nach Wien flüchten, zurückflüchten, hat eine Zeit lang als U-Boot gelebt, wurde aufgegriffen, dann, wie es so schön im Fachjargon geheißen hat, erkennungsdienstlich behandelt. Daher haben wir dieses Foto von ihr. Es ist mit großer Wahrscheinlichkeit das letzte Foto, das von ihr aufgenommen wurde. Dann wurde sie nach Auschwitz deportiert und ist dann nach Ravensbrück überstellt worden und Uniform. Warum machen wir das? Wir machen das einfach, um zumindest diese wenigen Informationen über die Gruppe der NS-Opfer sichern zu können und sie einer interessierten Öffentlichkeit zur Verfügung stellen zu können. Das sind sozusagen mal die zentralen Schnittpunkte für niederschwelligen Schnittpunkte für die Öffentlichkeit, wenn sie mit unserem Archiv und dem, was wir seit knapp 52 Jahren tun, in Verbindung treten wollen. Darüber hinaus kann man sagen, dass das Dokumentationsarchiv sich in mehrere Bereiche unterteilt. Einer davon ist ganz klar der Bereich Archiv. Und da gibt es der Großteil des Aktenbestandes, den wir haben, liegt in Kopien vor. Lediglich ein Viertel unserer Aktenbestände sind Originale. Der Großteil ist Teil von Projekten, wurde in Kopien herangezogen und entsprechend bei uns eingelagert. Die Nachlässe und dergleichen Schenkungen, das sind jene Dinge, die dazu führen, dass wir etwa ein Viertel unseres Aktenbestandes aus Originalen haben. Es gibt eine Reihe von Spezialsammlungen, die sich vor allem aus Forschungsprojekten ergeben haben. Ganz zentral ist dabei das Projekt Erzählte Geschichte gewesen, das wir seit Anfang der 80er Jahre durchgeführt haben, wo wir in etwa 1000 Zeitzeugeninterviews durchführen konnten, damals aus technischen und finanziellen Gründen nur mit Tonbandinterviews, also mit Tonbandinterviews, ja. Wir haben da zu einem Zeitpunkt Oral History betrieben, wo noch sehr wenige davon gesprochen haben und wo es möglich war, Interviews mit Zeitzeugen zu führen, die diese Zeit als Erwachsene erlebt haben, die DNS-Zeit als Erwachsene erlebt haben und die auf eine erwachsene Erinnerung zurückgreifen konnten und nicht so wie heute, wenn man Zeitzeugeninterviews führt, wo man zumeist die Erinnerung von Kindern und Jugendlichen dokumentiert. Unsere Fotosammlung ist ähnlich gelagert, ist sehr viel aus Nachlässen, aus Schenkungen zusammengekommen. Ganz zentral ist auch unsere Plakatsammlung, die leider noch nicht sehr zufriedenstellend erschlossen ist. Da ist ein ganz zentraler Bestandteilschritt noch darum zeigen, vor allem die Hinrichtungsplakate, die nach den vollzogenen Hinrichtungen affichiert wurden. Wir haben einen Bereich, der für die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit wahrscheinlich am bekanntesten ist, nämlich der Bereich Rechtsextremismus. Der ein durchaus wichtiger ist, aber ich würde ihn nicht als den zentralsten Bereich unserer Tätigkeit beschreiben. Wir haben das Spanienarchiv. Das Spanienarchiv beschäftigt sich mit den knapp 1.400-1.500 Österreichern, die zwischen 1936 und 1939 auf Seiten der Spanischen Republik gekämpft haben. Diese knapp 1.400-1.500 Personen sind in einer Datenbank erfasst. Sie können auf unserer Webseite abgerufen werden.
und es werden der interessierten Öffentlichkeit auf diese Weise zumindest basisbiografische Daten zu den Akteuren bereitgestellt. Darüber hinaus kann man, wenn man vertiefte Fragen hat, wie zu allen Dingen, die Sie auf der Tat auf unserer Webpage finden, sich direkt ans Archiv wenden und tiefergehende Informationen bei unseren Archivaren abfragen. Die Museumsgegenstände gehen in dieselbe Richtung. Da haben wir eine kleine, aber sehr wichtige Sammlung, angefangen von KZ-Kleidung über Möbelstücke, die zum Verstecken von Dokumenten gedient haben und ähnlichen. In diesem Bereich bewegt sich um diese Sammlung unserer Museumsgegenstände. Die Kollegin hat vorher ein schönes, klimatisiertes Archiv gezeigt, damit können wir leider nicht dienen. Wir haben Probleme, eine entsprechende Thematisierung unseres Aktenbestandes zu gewährleisten. Es ist in einer Zwischendecke eingezogen, in einem Archivraum, wo darunter die Kollegen arbeiten. In der Zwischendecke sind die Akten und Bücher aufgestellt. Wir haben leider eine sehr niedrige Luftfeuchtigkeit, viel zu niedrig und im Sommer eine viel zu hohe Temperatur. Ich hoffe, wir haben den letzten Jahren brav gespart, dass wir entsprechend zumindest so halbwegs akzeptable Klimabedingungen in den nächsten ein, zwei Jahren herstellen können. Sie sehen, wir arbeiten nicht mit Kartons und Faszikeln, sondern wir arbeiten sozusagen mit Dossiers, mit Exzerpten, mit Zusammenfassungen, die in Schubern und Kuverts zusammengezogen sind, wo man zumindest die Information bekommt, die man sucht. Es geht bei uns nicht um Bestände und Verwaltungsbestände. Wir arbeiten nicht nach dem Prinzip, der Bestand wird so abgelegt, wie überliefert wurde. Uns ist die Person wichtig. Wir sind, durch dass wir den Vorteil haben, einen historisch relativ schmalen zeitlichen Korridor zu bearbeiten von etwa 20 Jahren, können wir uns den Luxus leisten, auf die Ebene der Person hinunterzugehen und möglichst intensiv die Dinge, die wir mit einzelnen Personen wissen, zu erschließen. Hier noch ein Bereich zur Fotosammlung. Hier haben Sie wieder die erwähnte erkennungsdienstliche Kartei der Gestapo-Leitstelle Wien. Das ist sozusagen ein Auszug aus der Gestapo-Datenbank, die auf der Webseite abrufbar ist. Der hier abgebildete Herr wurde, die Informationen da unten stammen aus den Tagesrapporten der Gestapo-Leitstelle, verknüpft mit dem Foto der erkennungsdienstlichen Kartei. Wir wissen dann weiter aus der Plakatsammlung, hier haben Sie das vorher erwähnte Hinrichtungsplakat, wo der Anton Jordan auch erwähnt ist. Von diesen Plakaten haben wir mehrere Dutzend, wie sie zu uns ins Archiv gekommen sind. Die Provenienz kann ich Ihnen leider nicht sagen, das wird Ihnen auch niemand mehr sagen können. Wir haben diese Plakate teilweise von Angehörigen und durch Schenkungen von Opferverbänden erhalten. Wie sie genau zu uns gekommen sind, entzieht sich eben unserer Kenntnis. Da ist noch mal ein Hinweis auf das Spanienarchiv. Das heißt, sie fallen um Personendossiers, um Fotos. Das Archiv wurde von Hans Landau, den Sie hier rechts sehen, gegründet. Er ist Jahrgang 21 und ist 1936 als 16-Jähriger nach Spanien gegangen, ist dann später nach Frankreich geflüchtet, 1939 war dort in den Lagern Gürs unter anderem und ist 1940, wie es so schön gestern, repatriiert worden und ist dann von seinem Transport nach Wien direkt nach Dachau gegangen und war dort von 1940 bis 1945. Nach seiner Pensionierung 1980 hat er sich eben als freiwilliger Mitarbeiter im DÖF eingefunden und hat die Geschichte der österreichischen Spanienkämpfer in Polizeimanier, war Polizeibeamter von Berufs wegen, in Dossiers eben erfasst. Die Museumsgegenstände, da sehen Sie schon in unserer Ausstellung hier zum Beispiel KZ-Kleidung. Wir haben unter anderem das Kleid von Josa Jochmann, das sie in Ravensbrück im KZ getragen hat, auch ein Schenken bekommen. All diese Dinge kommen eben über Schenkungen zu uns ins Archiv. Der Bereich mit
Bibliothek, der mir besonders am Herzen liegt, ich bin der Bibliothekar des Archivs, umfasst etwa, also das ist knapp 45.000 Titel und wir haben etwa 350 Zeitschriftentitel, von denen etwa, nicht alle 350 sind laufend, wir haben etwa 150, die noch so laufend sind, wo aber was nachkommt. Der Schwerpunkt liegt im Bereich NS-Verbrechen, Holocaust, Exil und alles, was mit dem Thema Umgang nach 1945 im Zusammenhang steht. Unsere Bibliotheksdatenbank ist tagsaktuell online abzurufen über unsere Webseite. Und wir machen uns die Arbeit dabei, nicht nur selbstständig, also Monografien zu erfassen, sondern eben auch unselbstständige Beiträge, sei es aus Sammelbänden, sei es aus Fachzeitschriften und teilweise eben auch aus weniger fachlichen Zeitschriften, aus Special Interest Zeitschriften, die ökologisch gute Zusammenfassungen bieten. Das ist für ein Publikum, das gerne zitiert und bibliografische Hinweise braucht, auf die Schnelle ein sehr angenehmes Arbeitsinstrument, weil man eben ein zitationsfertiges Katalogisat findet, wenn man nicht genau weiß, von welcher Seite bis welche Seite das verwendete Material zu finden ist. Seit einiger Zeit haben wir uns auch dazu aufgerafft, das ist natürlich sehr aufwendig, aber wenn es möglich ist, tun wir das, werden die Katalogisate der Bibliothek ergänzt in einem Memo oder einem Anmerkungsfeld, zum Beispiel durch Kurzbeschreibungen der Inhalte. Also, dass wir sozusagen eine Catalog-Enrichment in Form von Waschzetteln der Verlage, Kurzrezensionen, Links zur deutschen Nationalbibliografie, wo Sie auch inhaltliche Beschreibungen der einzelnen Publikationen finden. Einfach um als Service unseren Benutzerinnen und Benutzern es leichter zu machen, zielgenauer die Literatur zu finden, die Sie aussuchen. Das hier ist ein Teil unserer Bibliothek. Auch hier sind wir weit davon entfernt, mit Kompaktregalen arbeiten zu können. Ich würde es sehr gerne tun, bei einem Zugang von etwa 8 Metern an Büchern pro Jahr wird einem bald der Platz ausgehen. Wir sind immer bemüht, kreative Lösungen zu finden. Das gelingt uns bis jetzt, aber irgendwann einmal wird Schluss sein. Und da müssen wir uns überlegen, wie wir mit unserem Bibliotheksmaterial weiterhin umgehen. Also wir haben uns krakenartig, um uns politisch nicht wohlgesonnene Personen zu zitieren, ausgebreitet in der Umgebung des alten Rathauses, haben einen Keller bevölkert, wo wir nicht so häufig verwendetes Material auslagern, aber wir können nicht sämtliche Keller im Umkreis des alten Rathauses akquirieren, das geht halt. Eine Spezialsammlung der Bibliothek ist die Flugblattsammlung, in der Form sicherlich einzigartiger Bestand ist. Es geht um Flugblätter zwischen 1933 und 1938 einerseits und Flugblätter zwischen 1938 und 1945. Und da geht es dabei vor allem um zwischen 1933 und 1938 vor allem um Flugblätter der Arbeiterbewegung, sowohl Sozialdemokraten und andere politische Splittergruppierungen, also der Kommunistischen Partei, aber auch natürlich um Flugblätter der Nationalsozialisten. Die haben wir natürlich auch. Und wir haben natürlich auch Regierungspropaganda, vor allem zur Zeit der Abstimmung, also der Volksabstimmung zum 12. März 1938. Für die Zeit nach 1938 haben wir auch eine sehr ausführliche Sammlung an Flugblättern, Tarnschriften und illegalen Zeitungen. Was aber für diesen Zeitraum sehr auffallend ist, ist natürlich die viel größere Restriktion, die auf die Verbreitung von Propagandamaterial gestanden ist. Und das zeigt sich auch an der Menge des Materials. Etwa zwei Drittel, sogar mehr, drei Viertel des Bestandes dieser Sammlung umfasst den Zeitraum 1933 bis 1938 mit einem extrem hohen Anteil an Originalen. Für die Zeit 1938 bis 1945 ist der Anteil viel niedriger und die Originale sind vielleicht bei 300. Also das sagt sehr viel aus über die Form der Verfolgung und der Möglichkeit, die für illegale Publizistik sich in diesen 12 Jahren, 13 Jahren ergeben haben. Was den Februar 1934 betrifft, wo sozusagen ein erster Boost punkto
illegale Publizistik festzustellen war und wo es auch einen Kontakt in der Slowakei sozusagen gibt. Bei uns im Dokumentationsarchiv befinden sich quasi die illegale Zeitung von 34 bis 37, 38 quasi komplett, sowohl die einwöchige als auch die zweiwöchige Ausgabe und viel Material, das in Brünn produziert worden ist. Wir haben auch, also nicht zuletzt ist Otto Bauer ja bei Burg Bratislava 1934 über die Grenze geflüchtet. Wir haben da auch sehr viel an illegalen Broschüren aus dieser Zeit im Original, die uns in Schenkungen übergeben wurden. Und wir haben die vollständigen Expeditlisten für alles Material, was vom Alles aus Brünn über die grüne Grenze von der Donau bis von der Ostgrenze bis den südböhmischen Raum hinein geschmuggelt wurde. Dafür zuständig war ein gewisser Herr Bleil, Josef Bleil, der war für den Expedit der illegalen Publikationen zuständig. Er hat am Ende seines Lebens, er ist 1938 nach Schweden geflüchtet, ist dann später zurückgekommen nach Wien und hat meinen Vorgänger als Bibliothekar Herr Exenberger nach langem Zureden die Originale dieser Listen übergeben. Das sind 9 Hefte, die gegen alle Regeln des konspirativen Arbeitens genau auflisten, wann und wo, wie viele Materialien über die Grenze geschickt wurden, wo die Verstecke waren und dergleichen. Also rein was konspiratives Arbeiten betrifft, äußerst fahrlässig. Für uns als Archiv natürlich eine sehr schöne Sache, wenn man genau weiß, wo was war. Abgelegt worden und abgeholt worden ist. Was mir besonders am Herzen liegt, ist auch unsere Sammlung zur Exilliteratur. Wir finden in unserer Bibliothek eine Reihe von Autographen, Erstaufgaben und dergleichen, zum Beispiel hier aus den 20er Jahren, ist das glaube ich 1924, die bis dahin gesammelten Gedichte von Stefan Zweig wurden veröffentlicht in dieser Ausgabe des Inselverlages, des Hausverlages von Stefan Zweig, versehen mit einer persönlichen Widmung von Stefan Zweig an Dr. Wilhelm Friedmann, der Romanist war und später im Holocaust umgekommen ist. Wir haben dieses Buch, über das ich mich unglaublich gefreut habe, wie ich es in die Hände bekommen habe, von der Frau Herma Krell bekommen. Frau Herma Krell ist die Gattin des ehemaligen Generalsekretärs der Kultusgemeinde von Wilhelm Krell und Schwester von Johnny Moser, einem vor einigen Jahren verstorbenen Gründungsmitglied des Dokumentationsarchivs. Wie Frau Krell zu diesem Buch gekommen ist, wissen wir nicht. Wir wissen nur, dass sie es uns vermacht hat. Und da finden sich einige derartige Schmankerl bei uns in der Bibliothek. Also, ohne Ihnen jetzt den Mund essig machen zu wollen, ich habe, wie ich vor 10 Jahren begonnen habe, als Bibliothekar zu arbeiten, sukzessive die Dinge mit persönlichen Widmungen angefangen, von Werfel, Zweig, Thomas Mann, seltene Drucke aus dem Exil, einfach sukzessive aus der Sammlung herausgenommen und sie in einen Giftschrank gesperrt, weil sie mir doch so wichtig sind, als dass man sie unter der normalen Aufstellung weiterhin lassen kann. Wir haben weitere Spezialsammlungen. Wir haben vor etwa 20 Jahren die Bücherei der FIR, der Föderation Internationale Resistance, bekommen. Das war ein internationaler Zusammenschluss von Widerstandskämpfervereinigungen. Das sind 5000 Bände, die noch nicht erschlossen sind, auch nur durch eine kleine Kartei. Schwerpunkt ist der Widerstand gegen den Nationalsozialismus aus der Perspektive einzelner europäischer Länder. Die Slowakei ist darunter. Es ist sehr viel Verzichtbares in dieser Bibliothek, aber es sind auch Dinge dabei, die sehr interessant sind und die es nur in dieser Sammlung gibt. Ich hoffe, in den nächsten Jahren entsprechend Zeit dafür zu finden, diesen Bestand aufzuarbeiten und in unserer Bibliothek zu integrieren und vor allem einen Platz zu finden, diese Sammlung aufzustellen, weil es bringt nichts, sie zu erschließen, wenn ich sie nicht aufstelle. Wir haben auch eine Judaica-Sammlung, die inzwischen erfasst ist, im Programm abrufbar ist und empfehlbar ist. Und wir haben, und das ist mir ein sehr großes Herzensanliegen, ein eigenes Zeitungsausschnittarchiv, also eine Dokumentation von Zeitungsausschnitten,
Diese haben wir seit Gründung des Archivs nach einem sehr alten kaufmännischen Prinzip abgelegt. Wir haben ein Thema, Widerstand in Österreich, nach Bezirken oder nach Personen abgelegt. Da haben wir einen Büroordner genommen und haben kaufmännisch das Älteste zu unterst und das Jüngste zu oberst hineingegeben. Irgendwann einmal ist dieses System nicht mehr sehr sinnvoll gewesen, weil wir damit wahrscheinlich alle Wände dieses Vortragssaals bedecken können. Wir haben uns endlich dazu entschlossen, eine Datenbank zu errichten und seit Jänner 2011 ist alles, was an tagesaktuell hereinkommt, wird in diese Datenbank eingebaut. Diese Datenbank umfasst etwa zwischenzeit 30.000 bis 40.000 Katalogisierungseinträge und wir arbeiten systematisch alle diese Zeitungsausschnitte, die wir sich in den letzten 50 Jahren angesammelt haben, nach Relevanz zurück, also retro-kompressive Aufnahme, damit wir das auch einem interessierten Publikum zur Verfügung stellen können. Vorteil brauche ich nicht erwähnen, einfach eine bessere Verschlagwortung, eine schnellere Bereitstellung, also alles Dinge, die halt Datenbank mit sich bringen. Was wir noch haben, das sind wir im Bereich des Vermittlungs, den ich am Anfang erwähnt habe. Das Dokumentationsarchiv betreut auch drei Ausstellungen. Zentral ist unsere Ausstellung im Haus. Die permanente Ausstellung des Dokumentationsarchives ist die einzige permanente Ausstellung in Österreich zum Thema Nationalsozialismus zwischen 1938 und 1945. Es wird die Zeit davor, die Zeit danach natürlich auch behandelt. Es gibt natürlich noch andere Ausstellungen, die sich damit befassen, Gedenkstätte Mauthausen, Gedenkstätte Ebensee, Hartheim. Aber das Gesamtthema im gesamten Überblick wird über uns permanent dargeboten. Die Öffnungszeiten sehen Sie, es ist eine kleine Ausstellung und sie hat vielleicht den Kritikpunkt, dass es ein bisschen so wie ein begehbares Buch ist, aber wir haben, wie gesagt, nur 180 Quadratmeter zur Verfügung und da drängt sich schnell einmal. Ein quasi authentischer Ort ist die Gedenkstätte für die Opfer der Gestapo-Leitstelle Wien. In der Salzburggasse, am Platz des ehemaligen Hotel Metropol, wo die Gestapo-Leitstelle Wien ihren Standort hatte. Die Gedenkstätte wurde, genauso der Bau, der Leopold-Fiegel-Hof, wurde Mitte der 60er Jahre errichtet und auf der Rückseite vom Morzinplatz, dort wo früher der Personaleingang war und die Lieferanteneingang war und die politischen Feinde des NS-Regimes dort wurden sie so hineingebracht und dort findet sich eben jetzt diese Gedenkstätte. Eine weitere Gedenkstätte, die wir haben, ist das Otto-Wagner-Spital. Am Otto-Wagner-Spital ist die Gedenkstätte für ein S-Alternative Opfer in Wien. Auch diese wird sehr gut angenommen. Ich gehe jetzt noch kursorisch auf unsere Publikationen ein. Widerstand und Verfolgung ist eine unserer zentralen Quelleneditionen, die schon seit 35 Jahren erscheint. Österreich im Exil, ein Band zum Exil in der Tschechoslowakei zum Beispiel gibt es nicht. Man muss auch überlegen, ob man das weiterhin in so einer eher nicht mehr ganz so modernen Form wie einer Quellenedition machen würde. Erzählte Geschichte ist sozusagen der Sukkus unserer Interviewsammlung, ist zu vier Themenbereichen: jüdische Opfer, Arbeiterbewegung, Kärntner Slowenen und bürgerliches Lager. Und wir haben unsere Jahrbücher seit 1986, das hier sind die drei letzten, die sich immer mit Spezialthemen auseinandersetzen. Heuer Täter im Nationalsozialismus, letztes Jahr war das Jüdische Schicksal. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ich möchte nur auf zwei Dinge noch hinweisen, und damit Sie vielleicht einen Eindruck bekommen, wo der Zusammenhang auch zu slowakischen, wo es einen Anknüpfungspunkt zur Slowakei gibt. Im Rahmen der namentlichen Erfassung der österreichischen Holocaust-Opfer wurde zum Beispiel mit einem slowakischen Historiker, Eduard Nischniansky, kooperiert, der jene Österreicherinnen und Österreicher, die als Juden aus der Slowakei deportiert wurden, für uns namentlich erfasst hat. Es sind über 2000 Personen im Zuge dieser Recherchen zutage gekommen und sie sind in unsere Datenbank implementiert worden. Und es ist schon Engerau gefallen, der Name Engerau. In Engerau gab es am Ende des Krieges ein Massaker, das von Kolleginnen und Kollegen von mir im Rahmen ihrer Tätigkeit innerhalb der zentralen Forschungsstelle für österreichische Nachkriegsjustiz seit Jahren aufgearbeitet und bearbeitet wird.
gibt eine Reihe von Möglichkeiten, wo es Anknüpfungspunkte zwischen Österreich und Slowakei gibt. Ich habe Ihnen jetzt nur ein paar genannt. Das Archiv ist offen für jegliche Anfragen für den Zeitraum zwischen zum Thema Nationalsozialismus, Widerstand und Verfolgung. Sie müssen sich nicht nur an mich wenden, Sie können über office@dow auch allgemeiner gehaltene Anfragen an uns richten. Sie werden in den nächsten Wochen, wenn Sie eine Antwort erwarten, sofort bekommen. Das sind vor allem die Kollegen aus dem Archivbereich, da haben wir drei